die Lesedi Strikers. Dreimal die Woche trainieren sie hier in einem Township bei Pretoria. Simango ist 19 und begeistert dabei. Das Training gibt ihm Halt. Er hatte eine schwere Kindheit. Als er 9 war, ist seine Familie an AIDS gestorben. Verwandte haben den Jungen bei sich aufgenommen. Wenn du hier im Team bist, das ist großartig. Für mich ist es, wie im Himmel zu sein. Simangos Himmel heißt Jugendentwicklung durch Fußball und ist ein Projekt der deutschen GIZ. Das Ziel, benachteiligte Jungen und Mädchen sollen soziale Fähigkeiten erlernen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen und positiv gestalten. Hoher Besuch. Willi Lemke, Sonderberater der UN für Sport, Entwicklung und Frieden. Lemke war früher Manager von Werder Bremen und glaubt fest an Fußball als Entwicklungshilfe. Wir dürfen nicht hier als Heilsbringer ankommen und sagen, hier haben wir ein paar hunderttausend Euro und die geben wir jetzt mal aus, so wie wir das wollen, sondern da muss ein System dahinter stehen, die Menschen hier mit einzubeziehen, mit einzubinden, damit eine Nachhaltigkeit entsteht. Simango weiß, dass es beim Fußballtraining auch um die Prävention von Kriminalität, Gewalt und HIV/AIDS geht. Ich möchte später Arzt werden. Vielleicht könnte ich dann viele Leben hier in Südafrika retten. AIDS-weise Simango ist fest entschlossen. Zielstrebigkeit und Selbstbewusstsein, das hat er im Fußballprojekt gelernt.